Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Was im Showbereich aussieht. Ja. Boah, wir haben Essen bestellt. Schon sehr lecker, sehr lecker. Geht's aber schnell runter wieder. Jetzt darf man das Hostel. Zwei Typen haben uns ihre Hilfe angeboten, aber no, we are heavy. Ja. Wir parken das auch alleine. Den Steinen. Das ist, oh mein Gott, das ist Straße, das ist eine Straße. Ich kann meinen Augen nicht glauben. Straße. Schön, wir haben voll schöne Strände gefunden. Das sind so große Muscheln. Ja, mega krass. Aber diesen Kopf, die sind auch alle so voll abgebrochen, alle irgendwie. Ja. Mal, wir sind. Wir dachten, wir gehen so ein bisschen auf Entdeckungstour und irgendwie haben wir jetzt alle Strände gefunden, die wir finden wollten. Der ist perfekt. Ja, ja. Aber der ist auch voll dreckig, oder? Mhm. Guck mal. Es ist ein Traum, es ist wirklich ein Traum. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wo wir hingehen. Und ich übernehme heute Linas Job. Da weiß sie noch nichts von. Aber ich denke, ich mache es eh besser als sie. Deswegen bis später. Also es ist, wie viel Uhr ist jetzt? 3:19 Uhr. Und ich bin einfach schon 12.000 irgendwas Schritte gelaufen. Also. Wir waren aber auch im Club. Und ja. Die Schritte mitgezählt. Ja, aber es sind schon echt sehr viele für 3 Stunden. Und gestern waren es 24.000 und wir waren ja dazwischen nicht schlafen. Also schon, ich freue mich jetzt auf mein Bett. Good morning, the next day. Mein Make-up ist noch von vor 4 Tagen, aber dafür sieht es eigentlich ganz gut aus. 3 Stunden später. Jetzt ist schon 20 nach 2. Wir sitzen immer noch im Bett. Gut, sie sind 3 Schritte vorangekommen. Ja. Also unser neues Hostel, also wir hatten halt ein kleines Downgrade und jetzt sieht es halt so aus. Die
fancy Dachterrasse. Sieht halt auch so aus. Also der Einrichtungsstil ist hier auf jeden Fall echt sehr schön und gut bedacht worden. Und das ist hier die Küche. So sieht es hier aus. Das ist die Waschmaschine. Ich wollte meine Wäsche waschen. Sie ist kaputt. Seit 15 Tagen bin ich keine Waschmaschine. Und jetzt haben die eine Waschmaschine, aber die nächsten zwei Tage kaputt und dann gehe ich halt wieder. Deswegen müssen wir jetzt erstmal runterkommen. Ich kann nicht mehr. Ready, steady, go. Also wir gehen heute nach Faro. Wir waren jetzt 20 Tage in Faro und dachten so, ist ja nicht so, dass wir extra nach Lagos gefahren sind für die Partynächte. Und jetzt nach Faro wieder gehen die Nacht. Also die Party, den Abend, meine ich. Wir haben jetzt voll die coole Bucht gefunden hier. Da kommt man nur so durch. Und wir gehen jetzt raus. Ich liege immer noch am Strand, schon seit 2 Stunden. Schon ist extrem schön nur das Wasser. Also der Wasserspiegel steigt einfach die ganze Zeit immer höher an. Und wir wurden fast gerade schon überschwemmt mit unserem Zeug, aber konnten uns gerade noch so retten. Kaputtes gemacht. Und wir sind jetzt echt kaputt. Vom ganzen Liegen. Ja, es war wieder so anstrengender Tag heute. Aber guck mal diese Location an. Sag ciao, Knast. So, hello, hello. Wir gehen jetzt weiter in das andere Hostel. Weg vom Knast. Aber jetzt haben wir beide Seiten gesehen. Jetzt haben wir einmal so dieses richtig Schöne gesehen. Hier sehen Sie eine Tussi, die zu schweren Koffer. Ja. Und wir haben einfach heute, also wir gehen jetzt weiter nach Zagreb und wir haben einfach ein Doppelzimmer. Und ich habe einfach schon seit... Echt Spasten, was soll das? Ich habe einfach nach 19 oder nach, keine Ahnung, 15 Tagen, keine Ahnung, wie lange ich jetzt weg bin, habe ich einfach wieder ein Zimmer für mich alleine, wo ich einfach meinen Koffer hinlegen kann und ihn nicht wegen jeder Unterhose wieder aufmachen muss und wieder weglegen muss. Ich glaube, das ist wirklich purer Luxus. Das sind wirklich die schlimmsten Straßen, die man sich vorstellen kann, zum Kofferfahren. Zagreb.
Und wir haben das erste Mal einfach ein Doppelzimmer alleine, wo wir unsere Scheiße verbreiten können, unsere Koffer aufmachen können und ein Bett. Ohne 12 andere Menschen, Fremde in einem Zimmer zu haben. Bisschen zu früh gefreut. Wir haben arschkaltes Wasser, wir haben kein warmes Wasser und wir haben auch kein Klopapier und kein Föhn. Und ich hätte mich ja jetzt sogar noch föhnen können. Mhm. Aber wir haben nicht mal Heizung. Nee. Alter, mir ist so kalt. Wir laufen jetzt Essen suchen. Irgendwie hat auch schon die Hälfte zu. Ich weiß auch nicht, in welchem Café wir hier gelandet sind. Wir dachten, hier wäre es ganz cool. Hätten wir das gewusst, wären wir lieber noch eine Nacht länger in Lagos geblieben. Der kann nicht anfahren. Der kann einfach nicht anfahren. Wir verkacken sind so voll mit denen. Komm. Ich wollte da noch kurz was hinzufügen. Und zwar, wir haben was zu essen geholt, wir haben 50 Minuten auf unser Essen gewartet. Dann haben wir uns da hingesetzt, an die Straße mit so einem Meerblick. Und dann kamen halt so Typen und fanden es ganz cool, uns anzumachen, das ist das falsche Wort, dumm anzumachen mit ihrem Auto. Und danach konnten die einfach das Auto nicht mehr... Dann konnten die einfach nicht mehr anfahren und sind einfach die ganze Zeit den Berg runtergerollt und es war wirklich zu lustig, weil die haben so cool getan und dann am Ende konnten die nicht mal dieses Auto fahren, weil es berganfahren war und sind dann die ganze Zeit nach hinten gerollt. Das wollte ich noch hinzufügen. Dankeschön, dass ihr mein Video angeguckt habt. Der war nicht mehr drauf. See you am Mittwoch mit einem neuen Vlog.